10, 11, aha. Hi Leserfreaks, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß und in dieser Folge von In 90 Sekunden möchte ich euch Ausgestorben, um zu bleiben vorstellen von Bernhard Kegel. Ich bin total begeistert, ich weiß gar nicht mehr, wann mich ein Buch das letzte Mal so geflasht hat, dass ich so oft in der Tram nicht eines, sondern zwei, drei Stationen weitergefahren bin. Worum geht's in Ausgestorben, um zu bleiben, stellt Kegel den neuesten Stand der Dinosaurierforschung vor und gleichzeitig wirft er einen Blick auf die Geschichte der Forschung selbst. Also stellt Forscher vor, deren Intrigen, deren Irrtümer, wie sich unser Bild von den Sauriern in der Forschung mehrmals so komplett geändert hat. Bei der Forschung, was Dinosaurier angeht, spart er auch die Frauen übrigens nicht aus, angefangen mit Anne Canning aus England, die ersten Meeressaurier entdeckt hat. Es geht dann von der Great Exhibition in London 1851 bis zu Jurassic Park, bis zu dem Bild, das Studenten heute von Dinosauriern haben. Wenn sie einen zeichnen sollen, dann malen sie die nämlich genau so, wie die Biester 1900 dargestellt wurden, so auf zwei Beinen und auf den Schwanz gelehnt. Und was mich halt auch geflasht hat, ist, wie anschaulich Kegel schildert, was wir über Saurier wissen, von den gefederten Dinosauriern in China. Er macht diesen unerhört langen Zeitraum klar, in dem verschiedene Arten von Sauriern auf der Erde gelebt haben, über Strecken von 150 Millionen Jahren und mehr. Was das Besondere ist, ist, dass Kegel so witzig schreibt und so kenntnisreich und auf einem sprachlich so hohen Niveau, es ist so toll geschrieben, dass ich es wirklich nur jedem empfehlen kann. Ausgestorben, um zu bleiben.